Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein. Wir sind zurück bei den Osmanen. Wir sind im Jahr 1799 und Süleyman II. Plant nach wie vor den Angriff auf den Kirchenstaat. Aber wir sind noch nicht so weit. Wir müssen das Reich erstmal ein bisschen stabilisieren. Die Überdehnung ist einfach zu groß. Wir müssen vor allem hier die Kernprovinzen bekommen, zumindest einen großen Teil, dass so ein bisschen die Unruhe hier wieder sinkt. Außerdem sind wir diplomatisch noch nicht so weit, denn um diesen Krieg zu führen, meines Erachtens, brauchen wir Marokko an unserer Seite und wir brauchen eigentlich auch Sizilien an unserer Seite. Und hier ist aber der Modifikator, liegt bei minus 54 und das ist schon ziemlich heftig. Haltung gegenüber Feinden minus 40. Ich habe mir das mal angeguckt. Sizilien hat tatsächlich eine positive Meinung zum Kirchenstaat. Ihr seht es, plus 14. Das muss irgendwie weggehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Minus 3 jährlich, minus 1 jährlich Herrscher unserer Kultur. Reicht das, um das ins Negative zu bringen? Sie haben dort Beziehung verbessert oder... Ich weiß gar nicht, wer da bei wem Beziehung verbessert hat. Auf jeden Fall ist das eine kritische Situation. Wir versuchen mal Folgendes zu machen. Wir werden einerseits hier jetzt beim Kirchenstaat ein Spionagenetzwerk aufbauen. Wir werden hier bei den Russen, glaube ich, den Diplomaten mal abziehen. Wir werden hier mal versuchen, wenn unser Diplomat wieder da ist, vielleicht mal die Nation zu beeinflussen. Das ist, glaube ich, ganz gut in unserem Sinne. Vielleicht erreichen wir dort ein bisschen was. Gut. So, wir haben hier noch ein paar Armeen, die unnütz irgendwo rumstehen. Wir werden die mal... Ja, bringen wir sie auch mal hier irgendwie hin. Die können gern mit der Flotte transportiert werden. Und ansonsten, wir haben hier 166 oder 163 Galeeren. Wir müssen uns mal angucken, wie eigentlich der Kirchenstaat aufgestellt ist. Bei den Flotten. Kirchenstaat sieht ziemlich stark aus. Relativ viele Transportschiffe. Großschiffe 35. Aber ich würde spontan sagen, unsere 163 Galeeren sind vermutlich besser als ihre 35 Großschiffe plus 69 Galeeren. Ist meine Einschätzung zumindest. Tja, aber... Man sollte vielleicht noch ein bisschen investieren. Was wir eigentlich auch brauchen ist, also ich plane Folgendes. Wenn wir diesen Krieg führen, dann würde ich gerne einen Militärzugang von Venedig erhalten, der allerdings nicht möglich ist. Natürlich nicht wegen der aggressiven Expansion. Damit haben wir den Weg versperrt. Ist aber insofern gar nicht schlecht, weil vielleicht der Gegner dann auch auf diesem Weg nicht kommt. Hat Durchmarschrecht von Frankreich und Pfalz. Gewährt Durchmarschrecht an Frankreich und Utrecht. Gut, das heißt, wir müssen über Messina kommen. Ich meine, hier kriegen wir auf jeden Fall Militärzugang und müssen das von Süden aufrollen. Festungsmäßig sieht es so aus, dass der Kirchenstaat nur zwei Festungen hat. Rom und Florenz. Gut. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Konnte man bei einem Krieg, bei einem Verbündeten quasi starten oder sind dann die Truppen geflaggt? Weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Eine Alternative wäre, dass man tatsächlich gleichzeitig irgendwo landet, aber dafür bräuchte man eine zweite Transportflotte, weil mit einer Armee zu landen, das wäre fatal. Vielleicht wäre nochmal ganz hilfreich zu gucken, wie viele Truppen hat der Kirchenstaat dann, also wie viel Armee... So, und jetzt sehen wir uns mal an. Truppenlimit interessiert jetzt gerade nicht, sondern tatsächlich die Truppen. Also Frankreich kann schon mal mit 250.000 um die Ecke kommen. Portugal hat 173.000, mit dem haben wir es auch zu tun. Kastilien 162.000. Eieiei. Pfalz 110.000 und der Kirchenstaat 90.000. Okay, das ist machbar, würde ich mal fast sagen. Das ist machbar. Das heißt, man kann es... durchaus wagen, vielleicht mit zwei Armeen zu landen und mit dem Rest vom Süden her zu kommen. Zwei Armeen und dann gleich zwei Armeen hinterher, also quasi so eine Doppellandung, wenn man nur zwei Transportflotten hat. Ich glaube, das werden wir mal einen Auftrag geben. Wir werden mal eine Vorlage erstellen mit 40 Transportschiffen. Achso, Umschaltklick bringt 10 Schritte. Okay,
Dann nennen wir die mal 40 Transport. So, das wird auch seine Zeit dauern, ehe die da sind. Aber die werden jetzt hier bitte mal gebaut. Okay, soweit, so gut dann erstmal. Ja, im Moment ist dann gar nicht so viel zu tun, außer sich zu freuen, dass die ersten Kernprovinzen zu uns kommen. Das ist schön. Tja, und die Frage ist, wie können wir ein bisschen Geld sparen? Na, wir sind immer noch deutlich im Minus. Ein talentierter Richter. Der Erwerb einer Ausbildung in der Theologie und der Rechtswissenschaft ist oft ein langer Prozess, der das Studium der klassischen Rechtswerke unter Anleitung der Scheiche verschiedener Moscheeschulen beinhaltet. Für jede gelernte Arbeit oder Bericht erhält der Student ein Zertifikat, das Ichaza. Okay. Entweder bekommt ein Gebiet einen talentierten Kadi, reduziert die Unruhe und den Unterhalt, oder einen Stufe 3 Diplomaten. Plus 1 Reputation. Reputation ist eine Sache, die jetzt für uns wichtig ist. Handelseffizienz würden wir eintauschen. Der würde vermutlich weniger kosten, wenn ich das richtig sehe. Wir haben aber das Problem, dass wir natürlich im Moment Minus machen. Das wird sich teilweise verändern, wenn wir nicht so eine hohe Korruption mehr haben. Wir sind bei 1. Wir steigen ja im Moment aufgrund. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich werde das machen. Wir werden den hier zu uns holen als Mufti. Und wir werden halt schlechter Ruf. Unsere neue Strategie, jedem, der in der Nähe ist, Provinzen abzunehmen, hat überraschenderweise einen negativen Effekt auf unseren Ruf. Ja, toll. Prestige verlieren wir. Das ist nicht gut. Wir werden hier... Wo ist denn der neue Mufti? Da haben wir ihn. Aber das ist eine Stufe... Hier ist er. Korkut Kekimoglu. 8,47 monatlich. Okay. Das ist gut. Der wird angestellt. 30 Jahre. Perfekt. So, dann hatten wir gesagt, wir wollten mit Sizilien ein bisschen was machen. Und zwar die Nation beeinflussen. Das kostet uns natürlich jetzt auch nochmal Geld. 341. Verändern dadurch die Meinung und sie kriegen von uns oder sie kriegen Monarchie-Machtpunkte, was in Ordnung ist. Gut, das ändert mit Sicherheit noch nicht die Situation hier, was den Krieg betrifft. Das müssen wir noch erstmal schauen. So, wir können hier aber auf jeden Fall... Ne, können wir noch nicht. Machen wir bald. Weitermachen. So, Händler ausgewiesen. Offenbar weisen einige Handelsposten unsere Händler aus. Als Grund wird Ekel vor den endlosen Eroberungskriegen des Osmanischen Reichs angegeben. Wir verlieren... Oh, in Aleppo. Das wird teuer. Geld. Das heißt, wir sind im Minus und werden noch ein Darlehen aufnehmen müssen. Ja, tatsächlich. Wer hätte es gedacht? Wir müssen uns mal ein bisschen Gedanken übers Geld machen. Ja. Erstmal ist der neue Kredit da. Insofern sind die Gedanken jetzt wieder nicht ganz so dringend. Aber lass uns mal gucken. Ich meinte, wir können natürlich den Armeeunterhalt runtersetzen. Das könnte man mit gutem Gewissen machen, wenn man wüsste, dass hier nicht demnächst die Rebellen vor der Tür stehen. Und hier könnten sie direkt vor der Tür stehen. Wobei, das sah auch schon mal schlimmer aus. Das sind eigentlich nur die beiden kritischen Gebiete, die demnächst hier, glaube ich, Keffe und Theodoro, die demnächst hier revoltieren werden. Ich würde mal sagen, wir bringen hier jetzt einen guten General hinzu. Numan Kara vielleicht. Der hat sich mal sehr, sehr erfolgreich erwiesen. Nehmen wir den mal. Und hoffen wir, dass wir dieser Rebellion dann hier Einhalt gebieten können. Und wenn die vorbei ist, dann reduzieren wir den Unterhalt, würde ich jetzt mal sagen. Festungen ist natürlich auch eine Variante, Festungen zu reduzieren. Gerade vielleicht in diesen Gebieten, wo es im Moment das ist sowieso eine Zweierfestung. Was haben wir denn hier? Eine Zweierfestung. Wollten wir die weiter ausbauen? Das ist eine Achterfestung. Also ich glaube, diese Gebiete sind im Moment nicht gefährdet. Hier haben wir keine Unruhe. Ich würde mal sagen, wir werden diese Festungen mal stilllegen. Selbst im Krieg mit dem Kirchenstaat sind die, glaube ich, nicht so relevant.
Ebenso diese hier ist auch eine Zweierfestung. Auch eine Zweierfestung. Haben wir die geerbt, möglicherweise? Ich weiß gar nicht, was der Zweck dieser Festung war. Nun gut. Den Rest behalte ich mal aufrecht. Der Rest ist mir jetzt zu riskant. Das hilft immer, um ein kleines Plus zu erzeugen. Ja, aber ehrlich gesagt, Darlehen wird verlängert. Und da werden Provinzen verkauft und wir haben Hasan Alemdar. Einer unserer Berater, Hasan Alemdar, hat die Kunst der Belagerung und der Verteidigungsbefestigung revolutioniert. Er hat in allen Kriegen von Süleyman II. Gekämpft und viele Besichtigungen an den Grenzen vorgenommen, bei denen er viele Festungen neu entworfen und verbessert hat. Sehr schön. Wir könnten administrative Macht bekommen. Reduziert die Kosten militärischer Technologien. Oder. Ach so. Prestige oder administrative Macht? Wir sind natürlich ganz scharf auf administrative Macht. Hervorragend. Seine Bemühungen werden im ganzen Land bewundert werden. Das heißt, wir können hier weitermachen, damit Kernprovinzen zu generieren. Wir nehmen jetzt mal hier am anderen Spektrum was. Oder wir machen das so, das ist 45. Dann nehmen wir die hier noch mit dazu. Ja, ist gar nicht mehr so weit hin. Dann haben wir erstmal alle in Auftrag gegeben. Sehr schön. So, ich warte jeden Moment auf den Aufstand. Ich bleibe aber mal dort stehen, wo ich bin. Da kommt die Revolte in Kefe. So. Sind aber nur 24.000. Das kann man relativ gut niederschlagen. Vor allem mit unserem guten General. Und jetzt müsste bald noch der zweite Aufstand folgen. Der Theodoro, und da könnte man eigentlich schon direkt mal hinziehen. So, genau, da kommt es auch gleich zur Schlacht. Okay, das konnten wir also abwenden, dieses Dilemma. Dann würde ich sagen, ist der Moment gekommen, wo wir jetzt hier den Armeeunterhalt erstmal reduzieren, um mal wieder ein bisschen Land zu sehen, was die Kosten betrifft. Unsere Inflation ist ja auch sehr, sehr oder ziemlich hoch, sagen wir es mal so. Aber dafür brauchen wir eben auch diese Diplomat- oder administrative Machtpunkte, besser gesagt. Ja. Die wir im Moment sparen. Aber nicht mehr allzu lange. Wir kommen dorthin. So, wir haben noch eine Armee im Exil. Wer hätte das gedacht? Wir ziehen sie alle mal hier in dieser Region jetzt zusammen. Und ist da noch eine? Ah ja, tatsächlich. Die Armee habe ich auch noch vergessen. Die gehört auch noch zu uns. Gut. Die kommt dann hier hin. Nein, ihr sollt doch mit der Flotte. Aber ihr könnt auch den Weg gehen. Wir haben jetzt erstmal Zeit. So entscheidend ist das nicht. Gut, ich gucke mal ganz kurz. Wir werden Militärzugang erbitten. Okay. Plottenpräsenz brauchen wir, glaube ich, nicht, weil wir gleich auf der gegenüberliegenden. Ah, das ist natürlich bitter. Die Briten schüren Unruhe. Das ist jetzt wirklich, das ist unangenehm. Da machen sie ja genau das Richtige eigentlich. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie viele das sind. Allgemein oder nur in bestimmten Provinzen habe ich jetzt nicht genau geguckt. Überdehnung, Provinzen, Unzufriedenheit plus 2. Nee, scheint überall zu sein. Wir müssen was machen, würde ich sagen. Persien, den können wir abziehen. Ich würde sagen, die Polen sind für uns jetzt kein Thema mehr. Wir schicken jemanden hierhin, der dann Gegenspionage betreibt. Das können wir uns nicht gefallen lassen. So kann das nicht weitergehen. Gut. Okay, Diplomaten sind wieder da. Ich will einfach noch mal gucken, wie ist hier der Stand der Dinge? Hat sich hier irgendwas getan? Marokko ist immer. Ah, Marokko, da hätten wir jetzt zwar die gefallen, aber. Krieg weit weg, osmanische diplomatische Reputation ist das Problem. Und Sizilien, da hat sich nicht viel geändert, außer dass unser Vertrauen jetzt gewachsen ist. Warte mal, wie sieht es denn eigentlich hier aus? Vertrauen 55, Gefallen 18.
Wir könnten 10 Gefallen einsetzen, um das Vertrauen weiter zu erhöhen. Ja, das können wir. Hier geht es natürlich nicht. Gut, kann man hier in Marokko die Beziehung kann man kaum verbessern. Also das genügt nicht. Mir ist tatsächlich Sizilien wichtiger noch fast als Marokko. Im Zweifel müssen wir das hier machen mit dem Gefallen. Jedes Jahr, da müssten wir noch 2 Jahre warten, dann hätten wir wieder die 10, um sie dann in den Krieg mitzuholen. Aber die 5 reichen natürlich auch noch nicht. Also hier muss der andere Modifikator noch weg. Ich gucke mal kurz, Kirchenstadt 14, da ändert sich im Moment noch nichts. Ach Mensch, wir sind einfach zu schlecht angesehen in der Welt und jetzt desertieren auch noch die Offiziere. Desillusioniert durch die wiederholten Kriege von Süleyman II. Haben viele Offiziere in der Armee den Dienst quittiert, um woanders neu anzufangen. Wir verlieren auch noch Armeetradition. Das bringt mich auf eine andere Sache. Leider zu spät. Wir brauchten doch noch einen neuen Admiral. Den sollten wir auf jeden Fall rekrutieren. Aber das war ja keine Flottentradition, die wir verloren haben. Ja, kein besonders guter, ehrlich gesagt. Egal. Auf hoher See wird dieser Krieg mit Sicherheit auch nicht entschieden werden. Wie ist das eigentlich mit dem Generalslimit? Wir haben 5 von 5, ja. Unsere vorhandenen Generale, mit denen können wir aber auf jeden Fall diesen Krieg erstmal führen. Das ist schon okay. Oh nein, Berater dankt ab. Durch die Eroberungsfeldzüge abgeschreckt hat einer unserer Hofberater das Land verlassen. Der Staatsmann Korkut, ist das der, den wir gerade eingestellt haben? Oh nein, wie widerlich ist das denn? Also bitte, das ist doch. Oh nein. Wir bräuchten jetzt einen für den Ruf und. Das ist ja nun richtig doof. Richtig doof gelaufen. Was machen wir denn da? Ich schmeiß mal den hier raus. Vielleicht kriegen wir einen, der Ruf bringt. Mal gucken, was da passiert. So, ich könnte ja auch mal jetzt anfangen, ein Darlehen zurückzuzahlen. Chefspion. Ah, Staatsmann. Ist gekommen. Ja, der kostet natürlich deutlich mehr, das Doppelte von dem anderen. Aber was hilft es? Ich glaube, wir brauchen den. Ich nehme den. So. Wollen wir jetzt das mal zurückzahlen? Ja, im Moment brauchen wir akut kein Geld für etwas anderes. Ich werde das, glaube ich, jetzt mal machen. Ich werde jetzt anfangen, Geld zurückzuzahlen, wenn das möglich ist. Ansonsten fressen uns langsam aber sicher die Zinsen auf. 62. Ja. Auffressen ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Geht vielleicht noch. So, wie sieht es aus? 79 administrative Macht. Lasst uns hier nochmal weitermachen. 42, dann können wir das letzte angehen. Überdehnung ist immer noch bei 168, aber jetzt kommen einige Provinzen, werden jetzt demnächst dazukommen. Das ist dann okay. Händler ignorieren Kompaniemonopol. Türkisch-Koromandel, das Türkisch-Koromandel-Handelshaus, wurde ein Monopol für den Handel mit Schiffsbedarf gewährt. Händler, die sich nicht daran halten, sind daher ein Problem für die Kompanie, da unlizenzierte Händler das Monopol durch Wettbewerb untergraben könnten. Solch unerlaubte Geschäfte sind in Kumari weit verbreitet und Betrüger engagieren sich oft im freien Handel mit Händlern aus dem Nachbarstaat Deccan. Die Kompanie möchte hart gegen diese Geschäfte vorgehen, indem es entweder die Händler selbst daran erinnert, dass sie vertragliche Verpflichtungen haben, die das Monopol respektieren, oder indem sie die Betrüger selbst strafrechtlich verfolgen und ein Beispiel an ihnen machen. So was machen wir da? Ich denke, Deccan darf nur mit der Kompanie handeln. Das sieht ganz gut aus. Wobei das gefällt mir auch ganz gut. Handelseinfluss Schiffe plus 20% ist eine ziemlich gute Sache. Davon profitieren wir mehr, meines Erachtens, weil dann auch hier dieser ganze Mittelmeerhandel davon profitiert. Ja, wir werden die Betrüger selbst bestrafen. Sehr gut. Okay, jetzt erstmal diverse Kernprovinzen wieder erhalten. Wie sieht es jetzt aus? 134. Naja, ich hoffe, langsam wird es was. Die negativen
Veränderungen, auch was die Reputation betrifft, die werden dadurch immer schwächer. Auch unser Handelseinfluss sinkt natürlich dadurch. Unruhe sowieso. Das ist ein entscheidender Faktor. So, Wissensaustausch. Mexiko, Frieden mit Holland. Holland hat da verloren. Das ist doch schön zu sehen. Plus 92 im Moment. Sizilien hat Suaheli als Rivalen bestimmt. Und Mystiker und Geschichtenerzähler. Viele unter den Ulema stellen den großen Einfluss, den Geschichtenerzähler über das Leben des Gemeinvolkes haben, in Frage. Die traditionellen Heldengeschichten unseres Volkes sind Jahrhunderte alt, aber sie riskieren daraus einen Kult ernsthafter, verzerrter Schicksale historischer Figuren zu machen. Ein berühmter Kleriker aus Alföld hat sich nun deutlich gegen die Geschichtenerzähler gestellt und merkt an, dass in der Vergangenheit religiöse Gelehrte dafür gewarnt haben, dass ein obsessives Hören von Geschichten zu einer falschen Gottesverehrung führen könnte. Legalistik oder Mystik, die alte Frage, die wir immer noch nicht so richtig entscheiden können. Aber ich gehe mal in Richtung Legalismus, weil da können wir vielleicht auch mal Glaubenstreue erzwingen machen. Wobei, das bringt uns nur Korruption runter. Das bringt Moral und Rekrutenreserve. Wir machen aber in Richtung Legalismus. Wir müssen anstößigen Geschichten aus dem Reich verbannen. Sehr gut. Das müssen wir. Und die nächste Revolte findet statt. Hier unten, aber nur 14.000. Da können wir, glaube ich, mit halber Moral ebenfalls gewinnen. Wow, hier sogar, wo wir die Festungen reduziert haben, damit habe ich nun gar nicht gerechnet. So, unser Spionagenetzwerk gegenüber dem Kirchenstaat ist bei 30. Hilft uns das in irgendeiner Hinsicht? Ruf sabotieren wäre hier das Gute, da müssen wir auf 60 nochmal warten. Unsere Händler sind wagemutig. Die derzeitigen Handelsbedingungen sind eindeutig zugunsten unserer Händler. Sie sind bereit, dies auszunutzen. Sehr schön. Ach so, aber das bringt nur Reichweite und Reisezeit. Da haben wir keinen großen Effekt. Aber wir können eine neue Idee wählen. Und die Frage ist, wollen wir das? Wollen wir was anderes machen mit der militärischen Macht? Wie sieht es aus mit der Technologie? Plus 45. Das nächste bringt Fernkampf, Kavallerie, Nahkampf, Versorgungslimit. 50%. Oder das bringt uns das letzte und die Abschlussidee. Ah, ich denke, dann ist es klar. Dann nehmen wir die Idee jetzt. Qualitätsideen, gesammelte Batterie. Oder? Halt. Ach nein, wir sind erst beim Vorletzten. Bei Kupferböden. Verschleißflotte minus 25%. Das bräuchten wir jetzt gar nicht. Das Letzte könnten wir gebrauchen. Aber um das Letzte zu haben, müssen wir natürlich das Vorletzte wählen. Aber dann kommt noch die Technologie. Ach, schwierige Entscheidung. Aber doch, ich nehme, glaube ich, trotzdem das. Mal gucken, wie schon lange es dann dauert, bis dort hinten hinzukommen. Also machen wir Kupferböden. Holz mag das ideale Material für den Schiffsbau sein, aber es tendiert dazu, mit der Zeit zu verrotten. Wenn wir unsere Schiffe unterhalb der Wasserlinie mit Kupferbeschlägen ausstatten, können wir diesem Zerfall entgegenwirken, was wiederum längere Reisen ermöglicht. Nun gut, und zu guter Letzt werden wir noch die letzte Provinz in eine Kernprovinz umwandeln. Ja, und damit hätten wir als nächstes administrative Macht frei, um die Inflation zu reduzieren und damit unsere Einnahmen nochmal wieder deutlich zu steigern. Korruption steigt im Moment leider auch, aber das wird dann zu Ende gehen. 14 Darlehen haben wir. Nun gut. Okay, an dieser Stelle erst einmal Pause. Wir sehen uns wieder. Wir sind im Jahr 1800 übrigens angekommen. Bis dahin macht's gut, euer Steinwald.